und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren. Ja, gestern gab es keinen Film, ab und zu müssen wir auch mal eine Pause machen, aber das war nicht gewollt, denn wir haben, nee, ich habe jetzt nichts. Denn wir haben gestern etwas eingekauft, aber das sehen wir erst am nächsten Tag, also morgen dann in dem Sinne. Also wenn wir heute wieder ein bisschen Klimbim machen über unsere ja, exotischen, tropischen und anderen Pflanzen. Ja, und vor allen Dingen halt, wie es weitergeht. So, wir beide gehen erst noch ein bisschen spielen, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Sag mal tschüss. Ciao, ciao. Bis gleich. Piep, piep. Hey, hey, Vicky, 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 hey. Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen. Andere vermehren wollte ich gerade sagen, das habe ich ja schon gesagt. Lol. Ja, ich habe 2 Stunden geschlafen, Melodie auch, und jetzt bin ich wieder fit und wir können das Thema für heute angehen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir nicht den Flammenbaum heute thematisieren, wobei der wunderschön gewachsen ist. Der steht unter Zusatzlicht direkt am hellen Fenster, also wird seitlich mit Zusatzlicht bestrahlt. Bekommt relativ wenig Wasser, also ich achte darauf, dass er zwar feucht ist, aber nicht pitschenass ist. Denn auch die Wurzeln von diesem Bäumchen sind ein bisschen empfindlich. Und es hat sich gelohnt, so vorzugehen, denn wir sehen, Blattfall ist relativ wenig, was beim Flammenbaum arttypisch ist, also nicht ganz so tragisch. Aber wir sehen, es geht auch anders. Und er ist wunderbar gewachsen. Gedüngt wird er nur verhalten. Bekommt nicht ganz so viel Dünger wie die anderen Pflanzen, weil ich hier ein bisschen vorsichtiger bin. Denn ich gehe davon aus, dass auch die Wurzeln von diesem Flammenbaum etwas empfindlicher sind als normale Top-Pflanzen im Haus, sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Thema. Moment, einmal hin und her. Worum es heute geht, die Averoa carambola. Die Sternfrucht oder Sternfruchtbäumchen in dem Sinne. Wir haben jetzt, soll man sagen, versucht, das Bäumchen immer unter feuchtem Klima zu halten. Es hat sich gelohnt, es ist prächtig gewachsen und heute möchte ich dort hineinschauen, um zu gucken, ob wir ihn denn jetzt mal endlich gießen müssen, denn seitdem er hier drin steht, wurde er noch nicht einmal gegossen und auch noch nicht einmal gedüngt. Ja, das heißt, ein Klartext, er wird sicherlich jetzt irgendwann mal Dünger brauchen, aber dazu müssen wir uns die Blätter mal etwas näher ansehen und auch das Wurzelwerk, wie das aussieht, außenrum kann man ja sehen, denn wir haben ja einen durchsichtigen Topf drin, von daher ist das durchaus möglich. Zunächst werden wir aber die Geschichte dieses kleinen Bäumchens verfolgen, vom Samen bis heute. Und wenn wir das gemacht haben, gleich uns gemeinsam angesehen haben, dann werden wir hier in die Kiste nochmal reingucken, die herausholen, ja, und mal sehen, wie er dann jetzt aussieht. Ich würde sagen, Film ab und dann schauen wir mal, was bisher passiert ist. Ja, heute mal die Sternfrucht. Wir haben glücklicherweise wieder welche bekommen, das heißt Nicole hat sie uns besorgt und die werden wir gleich aufschneiden. Natürlich auch probieren, ganz klarer Fall, aber in erster Linie brauchen wir die Samen davon. Ich hatte sie so vorhin schon mal lauwarm gewaschen, aber ich zeige es demonstrativ nochmal. Also man muss diese Früchte wirklich sauber machen, naja, weil dort irgendwas dran sein kann. Von daher Früchte immer schön lauwarm abwaschen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt brauchen wir einen Teller. In der Regel schneidet man sie so auf, damit man sie essen kann. Das machen wir jetzt einfach mal kurz, damit Melody mal probieren kann. Aber da wir Samen herausholen wollen, ich hoffe, es sind überhaupt welche drin. Mmh. Oh. Lecker. Lecker. Ob wir die auch aufbrechen können, das geht. Ja. Das geht tatsächlich. Ja. Ach, das ist ja cool. Kann man so erkennen, jo. Das ist fast wie eine Samentasche, die also längst dann hier drin ist. Und somit kann man die Samen herausholen, ohne dass sie uns kaputt gehen. Das ist ja cool, weil in der Regel, wenn man das Ganze schneidet, zerschneidet man einige Samen. Ja, doch, das klappt wunderbar. Ey, das ist ja total genial. Das sind so Taschen. Hier ist jetzt nur eine drin. Ja, cool. Das geht dann ja doch einfacher, als ich mir das dachte. Da wir jetzt nicht ganz so viele Samen haben, können wir die einfach hier auf dem Tuch ja, ein paar Mal hin und her reiben und dann geht das restliche Frucht, so Fruchtfleisch kann man jetzt gar nicht sagen, das ist eigentlich nur Saft, der da dran klebt, der geht dann ab und so können wir die Samen relativ einfach sauber bekommen. Das geht also easy und jetzt haben wir dann den fertigen Samen. Allerdings, wie gesagt, ich lasse erstmal bis morgen trocknen. Vielleicht sehe ich jetzt einmal so einen spaßeshalber, aber in der Regel lasse ich dann noch trocknen erstmal. Den Topf habe ich schon mal mit Erde befüllt, mit Kokoserde leicht andrücken und dann machen wir ein ganz kleines Loch in die Mitte, legen den Samen drauf, schieben die Erde zu, leicht andrücken und das Ganze vorsichtig anwässern, damit der Samen hier nicht wegschwimmt. Ja, und das war's. Jetzt warten wir ab, was passiert.
Ja, die Sternfrucht, Veroa carambola. Das ist total genial, dass wir hier also tatsächlich Samentaschen drin haben. Dadurch können wir die Samen tatsächlich alle ganz easy einfach herausholen. Einfach die Schoten hier oder die Lappen auseinanderbrechen und dann bei diesen einzelnen Segmenten hier innen drin befindet sich dann die Tasche. Das ist einfach ein bisschen aufklappen, wie ich es vorhin gezeigt hatte. Und dann kann man sich die Taschen herausholen, ja, und die Samen halt heile. Ja, gewinnen in dem Sinne. So, eine hatten wir jetzt ausgesät vorhin und ja, die brauchen etwas warmes Klima. Und damit uns die Erdoberfläche nicht abtrocknet, auch ein leicht feuchtes Klima, ich stelle es einfach hier in den Pott rein. Den Deckel, den legen wir oben drauf, den brauchen wir gar nicht verschließen. Ab und locker drauflegen, das ist vollkommen ausreichend. Und dann bekommt das Schätzchen einen warmen Platz, voraussichtlich auf der Heizung. Aber seid bitte vorsichtig, ihr sollt die Pflanze nicht kochen, beziehungsweise den Samen kochen. Es sollte schon handwarm sein, nur etwas wärmer als handwarm, das geht auch noch. Aber es sollte nicht heiß sein, also irgendwas drunter legen, polstermäßig, damit also das nicht zu heiß wird. Müsst ihr halt ein bisschen austesten, es funktioniert auf jeden Fall. Hier sehen wir den kleinen Sämling von der Sternfrucht. Das Ganze hat jetzt 3 Wochen etwa gedauert in dem Behältnis. Das war ganze Zeit geschlossen, also Deckel oben nur aufgelegt. Ab und zu mal reingeguckt zum Lüften. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie wir mit dem weiter vorgehen. Bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich überlege mir noch ein bisschen was. Und hier haben wir jetzt von der Maracuja den Steckling. Man sieht also, der ist auch unten tatsächlich jetzt am Bewurzeln. Das sieht richtig geil aus. Auch das hat jetzt genau 3 Wochen gedauert. Ja, wie gehen wir jetzt weiter vor mit der Sternfrucht bzw. mit dem kleinen Sämling? Wir haben damals schon mal welche herangezogen, 2, die waren so 4-5 cm groß und dann haben sie plötzlich die Köpfe hängen lassen und wollten einfach nicht weiter wachsen. Woran es liegt, kann ich noch nicht sagen. Also das herauszufinden ist ehrlich gesagt nicht ganz so einfach, weil viele Faktoren eine Rolle spielen. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen die Sternfruchtbäumchen oder die Sämlinge, wenn sie etwas größer sind, mehr Luftfeuchtigkeit? Von Anfang an vielleicht sogar, weil ich hatte sie anschließend einen dann nochmal in ein Mini-Gewächshaus gepackt im Prinzip, aber der hat es auch nicht geschafft, der ist auch hingegangen. Jetzt die Frage, von Anfang an in ein Mini-Gewächshaus oder einfach so großziehen und mal gucken, ob sie es dieses Mal schaffen. Vielleicht gab es ja irgendeinen Faktor, den ich ja nicht gesehen habe im Prinzip, warum die tatsächlich kaputt gegangen sind. Ja, bleibt abzuwarten, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vor 1-2 Tagen lasse ich ihn jetzt erst noch in dem Behälter drin, ist auf der Heizung stehen. Allerdings dieses Mal mit Licht, das heißt so, der Deckel kommt runter, dabei ist, es kommt jetzt eine helle Folie drüber dergleichen, damit also auch Licht reinkommt, denn der Sämling braucht auf jeden Fall Licht. Ja, Maracuja. Ja, jetzt haben wir hier Sternfrucht. Bäumchen, Sämling. Sieht mittlerweile so aus, stand bis jetzt noch hier in dieser Tüte drin, warm auf der Heizung, natürlich was drunter gestellt, ganz klarer Fall. Nur mal kurz erwähnen, bitte das nicht vergessen. Ja, wie gehen wir jetzt mit dem Bäumchen weiter vor? Ich habe jetzt lange Gedanken gemacht und ist eigentlich klar, dass das jetzt, ich stelle es mal eben an die Seite, hier am Platz findet, dass wir das jetzt ja im Prinzip auch in ein feuchtes Klima, also ein Mini-Gewächshaus packen. Und dazu habe ich mir jetzt wieder eine Kanister vorbereitet, diesmal oben aufgeschnitten, die eine Seite offen gelassen, ein bisschen mal dran gelassen, damit wir das auch zu gut aufklappen können, das ist aber wirklich einfacher. So, wir können das Ding aber nicht einfach so hier reinstellen, weil hier Feuchtigkeit drin ist und wir auch ein bisschen Wasser mit reinfüllen, dann wäre das Pflänzchen ständig pitschepatsche nass und das ist natürlich nicht so gut. Jetzt habe ich mir den Boden von solch einem Gefäß abgeschnitten, hier ist der Durchmesser etwas geringer und das Ding, das können wir jetzt hier einfach reinstellen und somit haben wir dann einen Boden, wo wir dann die Pflanze mit dem Kopf draufstellen können. Ja, auf solche Ideen kommt man immer wieder mal was Neues. So, kleines bisschen Wasser rein, damit wir auch entsprechende Luftfeuchtigkeit hier drin halten können. Und stellen das Pflänzchen jetzt vorsichtig hier in das Behältnis rein. Ich hoffe mal, das gelingt mir jetzt einfach so hier. Wunderbar. So, das Ganze werden wir verschließen und bei gegebener Zeit mal wieder mal lüften. Das können wir hier oben, indem wir einfach hier aufmachen, einmal reinpusten. Und dann haben wir hier frische Luft und auch ein bisschen CO2 drin. Lol, ist natürlich auch nicht so verkehrt, gerade für Pflanzen. So, wie gehen wir jetzt weiter vor? Das Ding kommt auch unter zusätzlich warm im Raum, natürlich ganz klarer Fall. Und dann schauen wir mal, ob wir es dieses Mal schaffen, das Pflänzchen größer zu kriegen. Damals haben wir sie ja so 4-5 cm bekommen und dann sind sie eingegangen, standen allerdings damals bei normaler Raumluft. Von daher, vielleicht klappt es ja so besser. Ja, einfach machen, nicht lange lachen. Wir lernen aus Erfahrung. So, was? Ram, tam, tam. So, die Geschichte ist zu Ende und es geht weiter. Denn wir wollen die Pflanze ja weiterhin ja voranbringen, großziehen und mal gucken, wie uns das gelingt, ob uns das gelingt. Denn so wie es ausschaut, braucht dieser Sternfruchtbaum tatsächlich ein
eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wie wir das weiterhin erzielen, ist natürlich fraglich. Im Zimmer ist das nicht möglich, es sei denn, man hat ein separates Zimmer, Gewächshaus oder keine Ahnung, im Haus in dem Sinne. Das haben wir jetzt hier auch. Wir haben ein Gewächshaus im Haus. Im Prinzip bräuchten wir das Ganze nur etwas größer machen und dann könnten wir unter Umständen das Sternfruchtbäumchen auch weiter groß ziehen. Ob es möglich ist, das bei normalen Raum Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, 40-50% hinzubekommen, bleibt immer noch fraglich. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gemeinsam hier einmal rein, um nochmal das festzuhalten. Am 15.11. haben wir den ausgesät, am 8.12. haben wir das ganze Ding dann, rausgenommen und dann in diese Folientüte gepackt und am 12.12. ist er dann hier in die Kiste reingekommen, also war fortlaufend unter feuchtem Klima. So, ich würde sagen, gucken wir jetzt einfach mal in die Kiste hier rein. So, ja, es wird spannend. Das Ding mal hier raus. Die Oberfläche sieht relativ trocken aus, genauso wie damals auch. Ich stelle das mal eben an die Seite hier. Ja, also ich würde sagen, wir müssen tatsächlich langsam anfangen zu gießen. Ich denke, man kann es erkennen. Das ist also richtig hell mittlerweile. Ausgehend durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat dem Baum das nichts ausgemacht. Er ist also kräftig grün, man sehen kann. Im Klartext werden ihn jetzt einmal gemeinsam gießen. Düngen erstmal noch nicht, denn die Blätter sehen also noch relativ gut aus. Der letzte Neuaustrieb ist natürlich heller. Das ist allgemein bei dem Sternfruchtbäumchen so. Von daher ist das nicht so tragisch. Also wenn wir jetzt einmal gießen. Ja, wie viel gießen wir jetzt? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt selber nicht ganz schlüssig. Beobachten das Ganze. Ich mache jetzt mal oberflächlich und dann warten wir ab. Das sackt relativ langsam durch, wie man sieht. Also es bleibt an der Oberfläche stehen, das Wasser. Es ist also tatsächlich, ja, man könnte schon fast sagen, unter normalen Raumbedingungen, Luftraumbedingungen würde die Pflanze tatsächlich welken. Ja, das müssen wir jetzt dann, würde ich sagen, etwas mehr gießen. Wir lassen das Ganze einweichen, also lassen wir den Baum mal so 1-2 Minuten hier stehen, bis das Wasser dann tatsächlich komplett aufgenommen ist von dem Substrat. Also man sieht, es dauert, es schwimmt hier oben drauf. Das ist jetzt, ja, habe ich so noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also Klartext, das Substrat ist wirklich richtig trocken. Ja, interessant zu sehen, dass das Bäumchen das Ganze trotzdem dann überlebt hat. Aber wir können davon ausgehen, dass eben bedingt durch die hohe Luftfeuchtigkeit dann den Baum nichts ausgemacht hat. Ja, ist schon interessant zu beobachten. Also Klartext, er braucht gar nicht so viel Wasser im Substrat. Aber nichtsdestotrotz muss das Substrat erstmal wieder Wasser aufnehmen, damit die Pflanze später, wenn sie gedüngt wird, auch durch die Feuchtigkeit im Substrat, beziehungsweise durch das Wasser im Substrat, dann auch Nährstoffe aufnehmen kann, wenn wir die Pflanze düngen. Denn ansonsten im trockenen Substrat, wenn wir die Pflanze düngen würden, würde die Pflanze bzw. die Wurzeln sofort verbrennen. Und im Klartext wäre die Pflanze dann ja zum Tode verurteilt und das wäre nicht so schön. Also einweichen im Wasser jetzt erstmal das Substrat und dann kommt er auch gleich wieder in das kleine Häuschen hinein. So, ja, vollgesogen ist er wieder und wir packen jetzt wieder hier hinein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hin hier im Sitzen. Ist natürlich für arbeitstechnisch ein bisschen plemplem, aber was soll's, irgendwie kriegen wir schon hin. So, ich will darüber keine Blätter einknicken hier. Ich werde das Gefäß gleich wieder verschließen mit Krepppapier und wie gesagt, mit dem Düngen warten wir jetzt erst noch ein paar Tage. Ich beobachte die Pflanze jetzt weiterhin, um zu gucken, wie sie sich jetzt verhält, denn sie hat doch jetzt einen argen Stress mitgemacht. Überlegen, dass das also so gut wirkt hat, Wasser mehr in der Erde drin war, ist schon interessant zu beobachten. Und wir haben jetzt mit destilliertem Wasser gegossen, man kann auch mit Regenwasser gießen, aber mit Leitungswasser ist nicht so zu empfehlen, allgemein bei den meisten Pflanzen. Mittlerweile ist es, wie gesagt, besser, wenn das Wasser weicher ist. Es gibt natürlich Pflanzen, die Kalk vertragen, die es auch möchten, aber auch da sollte man nicht nur mit kalkhaltigem Wasser gießen, denn irgendwann ist der Kalk so übersättigt in dem Substrat, dass das dann auch diesen Pflanzen schaden kann. Jedenfalls sollte man das Wasser einfach wechseln oder halt auch mischen. Das ist auch möglich, aber da muss man halt auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Die eine Pflanze reagiert so, die andere Pflanze reagiert so. Das kann man niemals pauschal sagen. Man kann auch nie sagen, du musst deine Pflanze alle 2 Tage gießen, du musst deine Pflanze alle 3 Tage gießen, du musst deine Pflanze einmal die Woche gießen. Kann man nicht machen. Die Pflanzen sind einfach zu unterschiedlich. Allein schon von der Größe, vom Volumen des Substrates und hast du nicht gesehen, tralala. Also wenn jemand fragt, wann soll ich meine Pflanze gießen, wie oft muss ich meine Pflanze gießen, das ist alles eine Beobachtungssache. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Da gibt es also keine pauschalen Ratschläge in dem Sinne. Wichtig ist halt nur, dass man die Oberfläche abtrocknen lässt und erst dann wieder gießt. Denn die meisten Pflanzen mögen es nicht, wenn sie ständig nass sind. Ja, und im Übertopf sollte man immer darauf achten, dass dort kein Wasser drin stehen bleibt. Das ist auch ganz wichtig.
Das dazu. So, ich mache die Kiste eben zu und dann, obwohl eigentlich könnten wir auch jetzt uns schon verabschieden, denn wir haben ja eigentlich so ziemlich alles durch, denke ich mal, zu der Pflanze. Ja, eine haben wir noch im ewigen Terrarium stehen, auch der geht's gut, die habe ich jetzt aber nicht mehr abgefilmt, weil das blendet alles, dann hätte ich erstmal alles dunkel machen müssen wieder. Das werde ich dann in einem der nächsten Folgen dann mal wieder zeigen im ewigen Terrarium, wenn sich dort etwas tut. Und morgen wird es ganz spannend, zumindest für alle, die sich für die Einsiedlerkrebse interessieren, denn dort, ja, da haben wir gestern, wie gesagt, was eingekauft und hier, die Tierchen sind mittlerweile aus der Erde wieder raus, seit 2 Wochen ungefähr schon, außer der eine, der hat etwas, war da jetzt noch etwas länger drin, weil er etwas später sich eingegraben hat, von daher habe ich damit gewartet, das abzufilmen und wenn, dann wollte ich einen zusammenhängenden Film machen, wie wir halt dann auch diesen Umzug gestalten in dem Sinne, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel verraten, naja, was soll's. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Und lassen wir uns mal überraschen, was in diesem Jahr 2017 sich alles so an Pflanzen entwickelt. Und sonstige Sachen natürlich auch. So, bis denn. Ciao, ciao. Ja, fertig. Ich bin's nochmal. Ich habe noch was vergessen und zwar fairer halber muss ich das sagen. Am Anfang des Films habe ich ja erwähnt, dass wir regelmäßig lüften. Haben wir nicht gemacht. Wir haben die Pflanze nur gelüftet, wenn wir sie filmtechnisch geöffnet haben. Also im Prinzip war das jetzt 3 oder 4 Mal gewesen mittlerweile. Ansonsten ist das hier immer zugeblieben. Also wir haben hier nicht geöffnet, keine frische Luft reingelassen, sondern nur zu filmtechnischen Sachen, um dort hineinzugucken, haben wir dann das Behältnis geöffnet. Ansonsten gar nicht. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Damit wir das festhalten. So, bis denn. Ciao, ciao.